Swadika! Hallo, meine Mädels! Ja, heute geht es hier weiter, nicht mit dem Kochen, sondern mit dem Thema Beauty. Und zwar, also eigentlich vielmehr mit dem Thema Accessoires. Und zwar möchte ich euch heute die sogenannten Nail-Sticker zeigen. Guck mal, das sind diese Stickers hier für die Fingernägel. Kennt ihr die schon? Also ich muss sagen, ich hatte die zwar schon vorher ein paar Mal gesehen, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig für die interessiert. Das hat so richtig nie gefunzt zwischen uns. Und neulich hatte dann meine Mama das in so einer Zeitschrift gesehen gehabt und dann gemeint, Marina, probier das doch mal aus. Ich fand das total cool. Da war noch sogar eins mit so einem Schnorres dran. Und das habe ich mir dann auch geholt, hier mit diesem Schnurrbart, mit dem Schnorres drauf. Und ich muss euch gestehen, ich hatte zu diesem Thema schon ein Video gedreht gehabt, hatte es dann auch hochgeladen, aber nur ganz kurz, weil das Schlimmste war, ich habe mich so bescheuert angestellt, ich war richtig trottelig gewesen. Ihr seht ja diesen Nail-Sticker, guck mal, ich zeig's euch. So sehen die dann aus. Das gibt die dann in verschiedenen Größen. Und dann bin ich da hingegangen und hatte dann zum Beispiel hier so einen Sticker abgemacht. Und jetzt kommt mein Eumel, mein Trottelfehler. Ich habe dann hier die flache Seite genommen, um es dann hier unten anzubringen an dem Nagel. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum passt es denn von der Form her nicht? Und dann habe ich extra eine Nagelschere genommen und versucht, das irgendwie ewig in die Form zu bringen. Und dann sah das nachher wirklich aus wie, ja, Kindergarten-Nagelsticker. Und ja, eine von euch, die Angelina O, hat mir dann geschrieben, Marina, nimm doch einfach die andere, die runde Seite, dann passt es auf jeden Fall besser. Und da hat es dann bei mir wirklich bling gemacht. Weil, guck mal, das seht ihr, hier oben, das ist ja abgerundeter gearbeitet. Und wenn man dann die Seite nimmt, da passt es dann natürlich viel besser von der Form her. Dann habt ihr hier auch gar nicht groß so Schneidearbeiten. Und ja, deswegen habe ich das Video auf jeden Fall nochmal neu gedreht, weil ich gedacht habe, das bringt ja nichts, wenn ich euch mit meiner Trotteligkeit anstecke. Und deswegen gibt es heute nochmal das Nail-Sticker-Video. Und zwar richtig und gescheit. Ja, und dann habe ich nach dem letzten Video, weil es hat mir ja schon Spaß gemacht, dieses dann so zu basteln und sich das drauf zu kleben und das abzufeilen, habe ich dann nochmal Nail-Sticker geholt und zwar die hier von Maybelline. Guck mal, die finde ich auch super schön. Könnt ihr das gut sehen? Die haben so diesen, ja, wie so spitze Look und dann auch noch wie so, also so rum. Entschuldigung, ich habe euch die falsche Seite hingehalten. So sieht man das doch besser. Guck mal, das ist in so einem spitzen Look und dann habt ihr hier überall noch wie so kleine Kristallsteinchen drauf. Finde ich auch super schön. Und da habt ihr 18 Stickers mit dabei. Das hat ungefähr 7 € gekostet. Und hier die zwei, die Nail Rock, die habe ich von Claire's und die haben 9 € gekostet und da habt ihr jeweils dann 16 Stickers mit dabei. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch ganz schnell, wie ich das gemacht habe. Ja, und hier fange ich an mit den türkisfarbenen Stickers. Da habt ihr dann auch die verschiedenen Größen und dann könnt ihr einfach schauen, was so ungefähr ja die beste Größe für euch ist. Ich nehme mal den. Dann nehmt ihr, hallo, hallo, Achtung, natürlich die runde Seite nach unten, also in Richtung von dem Nagelbrett, da legt ihr das dann an, von dem Nagelbett meine ich, da legt ihr das dann an. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr das dann von der Mitte her ganz sanft nach außen drückt, damit dann quasi all die kleinen Luftbläschen dann platt gedrückt werden. Und hier oben kippt ihr das einfach schön zur Seite. Und dann kippt ihr das auch nach vorne über dem kompletten Nagel herum, einmal wie so ein kleines Päckchen quasi. Und dann nehmt ihr hier so einen Buffer, das haben die hier beigelegt. Und mit dem Buffer könnt ihr dann ganz vorsichtig runterfeilen. Und da seht ihr schon, wie schnell das auch geht. Das, was ihr dann runtergefeilt habt, könnt ihr das sehen? Das könnt ihr dann einfach hier abziehen. Zack. Und schon sitzt es fast perfekt. Und dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen in Form feilen, sodass die Sticker sich besser eurem Fingernagelform anpasst. Und ganz wichtig ist auch an den Seiten wirklich alles schön reinzudrücken, schön platt zu drücken. Ja, ich mache die mal alle fertig und dann gucken wir uns gleich das Endergebnis an. Wuhu!
Also ich bin schon zufrieden jetzt mit dem Ergebnis. Ich kann euch sagen, in dem letzten Video, da habe ich noch total rumgeschimpft und gesagt, warum passt das denn nicht? Und dieses Mal ist es viel besser geworden. Und von daher denke ich auch, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann hat man auch den Dreh raus und dann kann man das irgendwie noch viel besser, viel perfekter auf die eigene Nagelform anpassen. Und guck mal, das ist dann quasi das Endergebnis von den türkisfarbenen Nailsticker. Ja, noch nicht hundertprozentig perfekt, aber so, dass ich auf jeden Fall zufrieden bin. Ja, und irgendwie gefällt mir das auch schon richtig gut, muss ich sagen. Also am Anfang war ich skeptisch, aber irgendwie finde ich es total cool, dass ich eben mit den Nailsticker hier auf Muster und auf Farben zurückgreifen kann, die ich so vielleicht selber nicht machen kann mit normalen Nagellacken. Und gerade bei denen hier finde ich es total schön, dass es eben wirklich aussieht wie so ja türkiser Schmuck. Und da finde ich es natürlich total schön dann, wenn man zum Beispiel noch die passende Accessoires dazu trägt. Ich zeige es euch mal. Guck mal. Oh la la. Zum Beispiel hier mit dem Türkisring. Ich finde, das hat total was, oder? Dann dazu vielleicht passende Ohrhänger und noch nicht fertig, ein passendes Collier und schon seid ihr Lady in Türkis. Und jetzt geht es genauso weiter, nur eben wie gesagt hier mit den Nailsticker von Maybelline. Hier seht ihr auch, das Gute hierbei finde ich, dass es irgendwie so durchsichtig ist. Auch auf diesem Blättchen hier ist es schön durchsichtig gemacht, dass ihr das dann quasi schon vorher auf eurem Nagel drauf tun könnt. Und dann könnt ihr schon viel besser checken und überprüfen, welches von den Stickern am besten zu eurer Nagelform und eurer Nagelgröße passen. Und das, was mir hier aufgefallen ist, also die Sticker von Maybelline, die sind irgendwie noch viel dünner, viel zarter und irgendwie noch so, ja, elastischer irgendwie als die von den Nail Rock. Also finde ich wirklich super schön vom Konsistenz her. Ja, hallo, die hier finde ich natürlich auch super schön. Ich komme mal näher. Guck mal, wie cool das aussieht, oder? Also ich finde gerade diese kleinen Mini-Mini-Kristallsteinchen, was hier drauf ist, das macht es wirklich aus. Da kann ich zum Beispiel auch hier so einen Perlenring dazu tragen, mit kleinen Glitzersteinchen auch außenrum. Ich finde, das passt total schön zusammen, so in diesem Black-and-White-Look. Oder so richtig groß und auffällig, dann mit so einem Ring hier. Ja, das sind wie gesagt jetzt hier nur meine Styling-Ideen. Die spitzen Nägeln hier, die würde natürlich am besten zu einem Oberteil passen, das irgendwie auch ja so ein Spitzenmuster hat oder komplett aus Spitze ist. Tududu. So ein Zufall. Habe ich gleich mal hier vorbereitet, damit ich es euch einfach mal zeigen kann, was ich meine. So, wenn man jetzt so einen langärmeligen Spitzenoberteil hat. Wisst ihr, was ich meine? Toll, das sieht man jetzt gar nicht so, was ich meine, oder? Also ich wollte nur sagen, hier oben habt ihr ja diesen spitzen Look drin und dann wäre es doch super schön, wenn ihr hier dann auch nochmal Spitze habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und natürlich möchte ich unbedingt wissen, kennt ihr solche Nailsticker? Habt ihr schon damit gearbeitet? Habt ihr noch Habt ihr noch Tipps und Tricks, wie man das noch besser machen kann? Wenn ja, dann auf jeden Fall her damit. Und ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen dazu inspirieren konnte, für diejenigen, die es noch nicht kennen, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Also wie gesagt, Spaß macht es auf jeden Fall. Allein schon, dass man das Gefühl hat, oh ja, ich bin Leonardo da Vinci und bastle ein Kunstwerk. Und wie gesagt, 2-3 Mal üben muss man auf jeden Fall. Dann bin ich mir sicher, kriegt man das auch richtig perfekt hin. Und das war's heute von mir. Ich danke euch 1000 Mal, sende euch dicke Jup-Jups. Bye bye, bis bald!